Den kann ich nicht nehmen. Ach nee, das ist... Das ist Alter! Mein Herz! Was? Wie habe ich das denn überlebt? Und heute wird es ein bisschen gruselig. Ihr seht, ich habe das Licht ein bisschen verändert und ich werde nicht alleine spielen. Und zwar kam eines Abends Drew auf mich zu und er meinte, hey, da gibt es so ein Horrorspiel. Das heißt Pacify. Drew hat es in seinem Stream bereits gespielt. Aber ich weiß nicht, was da wirklich passiert, ehrlich gesagt. Und deswegen lasst mich einfach überraschen. Wir starten einfach mal das Game. Dieses Horrorspiel kann man unter anderem Koop spielen. Das ist das Einzige, was ich darüber weiß. Was geht? Hey, was geht? Na, schönen guten Abend euch beiden. Was geht? Ah, da bist du ja. Bin ready. Ich bin auch ready. Ich bin der mit dem Taschenlampe blinkt. Genau, guter Deutsch. Also ich bin der hier. Ich bin der, jetzt gerade wegläuft. Hier bin ich. Ah, okay, alles klar. Ach, wie gut. Wie seht ihr aus? Du bist die wunderschöne Frau. Ich bin der auf der Treppe jumpt. Okay. Ich bin hier gerade, was bin ich? Du bist ein Mann. Du bist einfach Mark Foster. Ihr seid beides Frauen. Ja, geil. Wait. Richtiger Harem, dieses Spiel. Okay. Also, wir laufen jetzt einmal mal ins Spiel rein. Aber so weit sind wir noch nie gekommen. Wie? Ihr seid noch nie so weit gekommen. Wir spielen jetzt erst 2 Sekunden. Ich fühle mich so sicher, dass einfach 2 am Start sind. Okay, ist das Spiel normalerweise hart? Ja, also es ist super schwer. Aber am besten erklärt dir das Drew, weil ich kann nicht erklären. Das ist Max. Und du bist? Du bist weg. Ja, wer bin ich wohl? Wie viele Optionen hat man noch über? Guck mal, wenn du hier zum Holz gehst, da kannst du sehen, ah, das kann ich ja nehmen, ne? Ja. Es gibt auch Streichhölzer. Holz und Streichhölzer ergeben Feuer. Ist quasi das Horror-Minecraft. Vorab, hier ist ein böses Baby. Hier ist ein böses Baby. Es gibt Babys, gute Babys und es gibt schlechte Babys. Kann man denn schon sagen, dass das Baby böse ist? Ich meine, ist es nicht noch in seiner Persönlichkeitsentwicklung? Ja, das hat keine Persönlichkeitsentwicklung mehr nötig hier. Nimm das mal. Okay. Nee. War das ein Fehler? Nö, kannst auch wegwerfen. Nö. Ich lasse einfach mal euch beide laufen, weil ich habe das Gefühl... Warte, oh shit, ich habe euch verloren. Ich habe euch verloren. Also, lass mal zumindest am Anfang zusammenbleiben. Der Keller ist wichtig und zwar diesen Raum musst ihr merken hier. Der Raum mit der Treppe. Sorry, ich war abgelenkt. Lass mal zusammenbleiben, sagt er. Da gehen wir rein. Oh, kennen wir noch nicht. Kellerschüsse brauchen wir noch. Vielleicht kann man sich da irgendwie durchbuggen. Da wenn der eine hier steht und der andere versucht irgendwie durchzukommen, dann backt man sich so durch und dann hat man das Spiel geglitscht. Also würde Speedrunner machen. Speedrunner, ich wollte schon sagen. Und hier läuft, by the way, in diesem gruseligen Haus ein Mädchen herum. Oh Gott. Oh, da ist sie. Oh mein Gott. Hey, ist ja einfach die Samara Morgan aus The Ring. Also der Max hat jetzt gerade so ein gesundes Baby in der Hand. Wenn du die hast in der Hand, kann das Mädchen dich einmal angreifen, nimmt dich das Baby. Und dann hast du halt ein extra Life. Okay, warte, ich gebe dir das Baby. Nein, nicht das Baby. Okay. Nur gesunde Babys. Nur gesunde Babys. Was, wenn ich ihr das ungesunde Baby gebe mit Rheuma? Tot. Dann stirbst du. Alles andere muss Vic jetzt selbst erfahren. Genau. Ah, okay, ab hier wird's blind. Oh, warte mal, wo ist mein böses Baby? Du hast das weggeschossen. Oh, ich muss das Baby wieder finden. Ich hab's irgendwo fallen gelassen aus Versehen. Scheiß auf das Baby jetzt. Ich glaube, dieses kleine Töchterlein da nicht komplett totkloppen könnten. Das ist halt das Ding, ne? Ich meine, wir sind 3 erwachsene Personen. Und das ist ein kleines Mädchen. Was will sie tun? Ne, ich bin 17. Ich bin noch jugendlich. Das Mädchen ist 14. Wenn die Frau fliegt, dann greift sie dich an. Wenn sie fliegt? Sie kann fliegen. Okay, wenn man Tab drückt, steht oben rechts 9. Sind das die Babys, die man sammeln kann? Genau. Also 9. Oh mein Gott. Jetzt kann sie dich angreifen. Wenn sie was? Jetzt warum? Bist du down. Jetzt, wenn sie dich jetzt hat, bist du down. Seid ihr oben? Geh, komm einfach mal nach oben. Ja, einfach. Oh mein Gott. Oh, ich hab übertrieben Schiss. Achso, da bist du, hi. Oh, okay. Ich bin safe. Warte. Das ist der Moment, wo ich hier so stehe und sage, ah, ich habe meine Freunde wiedergefunden. Auf einmal crawlt die mich von hinten. Ich habe Streichhölzer und Holz. Wisst ihr, was das heißt? Ja, du kannst Feuer machen. Gut, das war eine ernst gemeinte Frage. Oh, die kommt. Oh mein Gott. Die kommt. Also schlechte Babys darfst du nur in der Hand haben, wenn du sie verbrennen möchtest. Und gute Babys kannst du haben als extra Life. Die guten Babys sind nur dazu da, um sich zu schützen quasi, ne? Man kann immer nur ein gutes Baby in der Hand halten. Genau. Guck, hier. Oh mein Gott! Warum sind hier überall Babys? Ja, das sind die bösen Babys, die müssen wir gleich verbrennen. Dann können wir einfach... Oh! Die kommt! Ja, kommt her! Nee, raus aus dem Raum! Kommt sie hier rein? Nee, oder? Oh, scheiße! Okay, sie greift die anderen an. Oh mein Gott, ich dachte, sie greift mich an. Wenn die jetzt in diesen Raum gekommen wäre, Ende. Ich finde das immer mega funny, wie Leute in Horrorspielen oder Horrorfilmen gejudged werden, dass sie sagen, ja, lass uns trennen. Aber das passiert irgendwie automatisch. Ja. Oh Gott, sie ist bei mir, oh mein Gott. Oh was? Gott. Oh Gott, sie ist bei mir. So, ich suche jetzt den Keller. Ich habe keine Angst vor diesem kleinen Mädchen. Was will die schon machen? Wenn die zu mir kommt, dann boxe ich sie weg. Die tötet dich. Ist mir egal, ich töte sie. Kann mir jemand den Weg weisen, wie man zum Keller kommt? So Google Maps mäßig? Ich habe eine Idee. Okay. Was macht sie da? Komm, ey, hol die dreckigen Babys. Jetzt kannst du die Babys verbrennen, Vic. Hier in den Ofen. Ja. Ah. Okay, jetzt wird die sauerer, okay, by the way. Sauerer? Ist das, Genau. Das heißt, die wird aggressiver, schneller, tötungslustiger. Genau. Nur das Wort in meinem Sprachlingo. Oh, die ist ja, nimm das Baby. Welches Baby?
Ich habe ein Baby, das will ich dir geben. Oh, das sollte nicht passieren, oder? Du bist ja klein. Hä, das sieht ja nice aus. Hä, die macht ja nichts. Lässt sie mich in Ruhe, weil ich ein Baby habe? Nee, oder? Nee, weil sie jetzt gerade nicht rumfliegt. Ah, okay, die muss fliegen, dann wird sie sauer. Gott, okay. Aber die kann trotzdem töten, glaube ich. Hast du ein böses Kind? Weil die ist ja. Nee, ich habe ein gutes Kind, aber wie werde ich das los? Oh, Alter! Oh, Digga! Meine Güte. Mit R? Ah, okay, die Tasse habe ich. Was zur Hölle, habt ihr das gesehen? Okay, jetzt verstehe ich endlich komplett das Spielprinzip. Okay, let's go. Ich habe den Run hier gerade, ich habe zwei dreckige. Ha, ich bin ja ausgewichen. Ach so, nee, sie hat mein Baby. Siehst du, ansonsten wäre das passiert, was bei Ju passiert wäre. Ja, ich habe mich kurz cool gefühlt. So, jetzt habe ich das schlechte Baby und dann in den Keller und dann in den Ofen schmeißen, richtig? Genau. Easy. Ja gut, das schaffen wir noch locker. Was ist jetzt hart an diesem Spiel? Du hast auch ein wackes Baby, oder? Ich habe auch ein wackes Baby. Guck dir das an, wie wack es ist. Komm schnell in den Keller, dann verbrennen wir direkt zwei mit einem Feuer. Okay, ich bin jetzt auch im Keller mit einem wacken Baby. Ah! Was? Ja, Ju ist tot. E drücken. Genau. Okay, nice. Pro Gamer. Alter, ich bin genau in sie reingelaufen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh auf ihn, geh auf ihn! Ah! Ich bin weg. Wenn sie einen zum Baby macht, kann man dann nochmal sterben? Nee, oder? Nee. Dann bist du lässt sie eine in Ruhe. Okay, und wenn alle Babys sind, dann haben wir quasi verloren. Ja. Ich glaube, der Entwickler dieses Spiels mag keine Babys. Warte mal, warum? Ich hab kein Holz! Oh mein Gott, ich hab Holz! Ich hab Holz! Okay, perfekt. Hier. Nice! Warte mal, wie viele fehlen uns noch? Vier fehlen uns noch, Leute. Vier. Da hat jemand geschrieben, ich habe doppelt so viel Angst. Wie kann Vic so chillig bleiben? Bruder, ich bin alles andere als chillig. Oh Gott. Okay, sie ist bei ihm, perfekt. Wir können uns fortbewegen. Das ist Teamwork. Ein gutes Team arbeitet auch nicht gegeneinander. Oh mein Gott, ich bin irgendwo in der Bücherei und es gibt nur einen Weg zurück. Und zwar durch diese Tür. Und da ist ein wackes Baby. Perfekt. Oh mein Gott, was geht? Ich habe auch ein wackes Baby. Lass die beiden verbrennen. Auf geht's. Okay, ich mach Feuer. Wir verbrennen das Drecksbaby. Nice. Okay. Hast du dein Baby auch rein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist hier! Alter, sie ist hier! Ich hab die Tür zugemacht. Mal die Tür zu, wenn ich mit dir rede. Hab ich. Oh mein Gott. Alter, wir sind so gut. So extremst gut, meine Güte. Okay, es fehlen noch zwei. Leute, ihr seid zu zweit. Ich bin aus dem Game rausgefallen. Wie, du bist aus dem Game rausgefallen? Ihr habt mich gekickt. Connection lost. Was? Wir müssen neu anfangen. Ey, aber Max, wenn du dann nochmal fliegen sollst, ich komm zu dir und ich werf dich in den Ofen. Okay, wie sehen wir aus? Ich bin der auf der Treppe. Du bist ein Dude. Okay, alles klar. Ich bin auch im Keller. Was bin ich? Bin ich eine Mädchen, Frau? Nee, du bist einer mit einem einfachen Keck. Einfach ein Keck, ja? Du bist einfach ein Keck. Wieso kann man nicht einfach diese Schaufel hier nehmen und sie wegboxen? Dann ist sie instant tot. Ich glaube, die ist halt schon tot, das ist das Problem. Ach so, ja, das habe ich nicht bedacht. Vic, wo bist denn du jetzt gerade? Das war schon funny, aber es war nicht mit Absicht. Da, die ganzen Babys, nehm die Babys, trete drauf! Treten die bösen Babys! Okay, ich habe ein wackes Baby. Lol, wie. Was zur Hölle? Oh, die kommt hinter dir. Ich höre sie. Ach, scheiße auf die. Einfach hier die Treppe runter, fertig. Oh, shit, da ist sie. Ja, da ist sie. Hier, aufmachen. Rein da. Oh, wie, hä? Rein da. So, einer ist verbrannt. Komm, das schafft mir easy, als ob das hier irgendwie schwer ist. Ich frage mich wirklich, was passiert, wenn die Tür aufmacht und ich mache sie schnell wieder zu. Ja, schrei doch noch lauter. Was bekomme ich, wenn ich nicht einmal sterbe? 10 Subgifts von mir, okay? Ich krieg die, oder? Also, das macht gar keinen Sinn so. Den kann ich nicht nehmen. Ach nee, das ist. Alter! Mein Herz! Was? Wie habe ich das denn überlebt? Auf einmal steht sie mitten im Gang. Mein Gesicht war an ihr Gesicht. Hallo. Kurz klarkommen, als ob du so hoch springen kannst. Aber genau hier stand sie. Genau hier. Ey, boah, hier glaube ich bin ich sicher. Weil ich auch halb in der Treppe bin. Ey, hier kann nichts passieren. Ja! Keine 10 Subgifts! Wuhu! Häng ich die dann? Kann man wiederbelebt werden? Ja, komm her. Du musst hier in den Ofen. Einfach rein jetzt in den Ofen. Einfach Yeah! Du bist wieder normal. Nice. Ja. Wie kommt man darauf, so ein Spiel zu entwickeln? Ich glaube, das war einfach so ein Typ, der dachte sich, Mann, diese scheiß Babys, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Babysitter-Job. Und hat dann dieses Spiel entwickelt. Ja, nice, du hast auch noch ein Baby. Wo ist der Keller? Ja, der Keller ist unten. Ich dachte, jetzt. Oh, Alter, oh mein Gott, mein Jesus Christ, chill, Alter. Das war nur ich. Ich wollte euch ein bisschen pranken. Also, ich würde sagen, die zwei größeren sammeln jetzt die Babys und ich chill einfach hier, ja? Also, du kannst auf jeden Fall hier bleiben, aber es wäre noch heftiger, wenn du mitkommst. Okay, ich komme. Und noch heftiger, wenn du vorgehst. Ja, ich würde auch vorgehen. Lass, wir müssen kecken. Ich geh raus! Oh, die kommt! Ah! Yeah, Warum ich? Vor allen Dingen warst du einfach in der Mitte. Du warst am meisten gesichert. Oh mein Gott, hab ich dich erschrocken. Hört auf, oh Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin tot! Brennt das? Geh weg!
Okay, ich bin wieder normal. Ich komme. Sorry, sorry. Sorry, ich wollte nicht. Oh, Bruder, es tut mir leid. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ist das das letzte Baby? Ja. Oh mein Gott. Haben wir das Spiel durch? Als ob noch ein Baby fehlt. Also, oh mein Gott. Okay, das war das weiteste, wie ich gekommen bin mit Max hier. Wo seid ihr? Weg da, weg da, hinter dir. Oh mein Gott. Mann. Max? Oh, da ist sie. Sie ist im Keller. Wie schnell ist sie denn? Ich rette euch, ja? Ich rette euch. Und ich habe noch Streichhölzer. Lass mich zuerst, dann benutze ich meine Streichhölzer und dann kannst du wieder rein. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Okay, bin normal? Gönnt euch. Ja, bin. Okay, wir sind beide wieder normal. Oh, no. nicht schon wieder. Ja, weg, mein Baby. Fick, lass an ihr vorbeilaufen, Wie? Oh, ich hab's. Ja. Okay, schnell, in den Keller. Okay, schnell. Oh mein Gott. Ja? Ja. Ihr könnt sie verbrennen. Wir müssen die auch noch verbrennen? Warte mal, was? Wir müssen das Mädchen verbrennen? Ey, das kann aber auch einfach nur ein Trollkommentar sein, ne? Du kannst sie noch verbrennen. Es gibt zwei Wege, hat jemand geschrieben, okay? Ich hab die! Was? Ich hab die! Wo bist du? Ja. Oh mein Gott! Ja. Ehre! Komm, verbrenn die! Huch! Ja, und jetzt? Ja, ich bin beim Van. Warum hast du das Mädchen verbrannt? Weil wir es wollten. I have an easy job for you. Was kommt Just jetzt? Lay there. While we try some experiments. Oh, scheiße. Oh Gott. Da hat jemand geschrieben, das Ritual wird jetzt an dir durchgeführt. Das war das Spiel, ja. Das war das Game. Das Mädchen war mit Absicht vergiftet und ihr habt sie ja verbrannt. Deshalb musste sie jetzt ein neues machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.